Am Samstag, den 16. Juni, fand bei bestem Wetter der Bauernmarkt im Innenhof des Pflegezentrums Irenstift in Salzgitterbad statt. Ab 11 Uhr startete das Fest für Bewohner und Besucher. Altes Handwerk wurde vom Arbeitskreis des Heimatmuseums Dören vorgeführt. Dadurch sollten die Senioren an Tätigkeiten erinnert werden, die sie im Laufe ihres Lebens ausgeführt haben. Abgerundet wurde der Tag durch ein breites Angebot an Kunsthandwerk, zum Teil sogar im Irenstift hergestellt. Für die Bewohner und Gäste wurden Essen und Trinken bereitgehalten. Eis, Blechkuchen, Zwiebelkuchen, Bratwurst und mehr. Die Kombination von Vergangenheit und Gegenwart bei diesem Fest kam bei den Senioren hervorragend an.